Notruf der Feuerwehr in Gelsenkirchen. Wir brauchen hier in der Straße ganz dringend eine Feuerwehr. Und im Keller brennt und unsere Wohnung ist oben drüber. Ja. Bitte kommen Sie schnell. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man sagt, okay, wir sind da, um die Probleme zu lösen. Na, es ist kein anderer da. Nach uns kommt keiner mehr. Mach das verdammte Feuer aus. Weiß einer die Telefonnummer von unserer Leitstelle? Wow! Ich bin als Kind immer an der Feuerwehr vorbeigelaufen, auf dem Weg zur Schule. Das war vielleicht der ausschlaggebende Punkt. Das wollte ich auch mal machen. Dann auch mit den großen Autos rauszufahren, mit Blaulicht zu fahren und mal einen Schlauch auszurollen. Und? Das war einfach der Reiz daran. Aber wenn man anfängt, weiß man eigentlich gar nicht, was auf einen zukommt. Ich dachte damals, mit 21 wäre ich erwachsen. Und ich war längst nicht so erwachsen, wie ich mir vorkam. Ui. Ich habe aufgrund meiner Dienstjahre schon sehr viel gesehen, aber ich bin noch nicht am Ende. Es gibt immer wieder noch Dinge, die man sich mit der größten Fantasie so nicht vorstellen kann. Sie gehen wohin? Dann wieder zurück, bitte. Kann wohl nicht wahr sein. Ja, die schnallen das nicht. Die möchte am liebsten noch in die Karre reinkriechen. Es gibt auf jeden Fall Einsätze, die einen mitnehmen, ne, und die Bilder kriegst du einfach nicht mehr aus deinem Kopf raus. Hi, einmal laufende Reha. Man lernt, Sachen anders wertzuschätzen, weil man weiß, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Ich habe den Millionär gesehen, der tot umgefallen ist, ja, und halt auch den Mann, der von Hartz IV lebt. Also die beiden machen in der Situation keinen Unterschied. Das ist so, wie dein Herz schlägt, so schnell schlägt das im Moment. Wenn dir das wehtut, kannst du mir eine Backpfeife geben, okay? Du bist der Krankenrat. Da hat man auch die ganze Verantwortung, dass die Jungs wieder morgen früh zu ihren Familien nach Hause kommen. Und das vor allem halt auch gesund. Ja, mach da aus! Wenn wir merken, ah, jetzt haben wir die Lage so weit im Griff, alles ist im Grunde im grünen Bereich, dann ist natürlich auch immer mal Zeit für ein bisschen Spaß und dann ja, gehen die Sticheleien los. Ihr seid die Besten. Keiner von uns wird alleine ein Feuer ausmachen. Es geht einfach bei uns nur zusammen. Hey, die Stripper sind da! Sobald die Menschen aus den Lautsprechern reden und schicken uns raus in die Einsatzstelle, die Glocke geht, dann halten wir alle zusammen. Und du kannst dich auch wirklich auf jeden Einzelnen verlassen.